Salut, ich bin Dimitri und hier ist mein Bruder Deluc. Wir zwei sind Eisenbühner bei der CRL. Moin, ich bin Deluc. Das ist mein Bruder Dimitri. Und wenn wir fertig sind mit Schaffen, dann machen wir Musik mit dem Döppelgeißer. Im Jahr 2008, nachdem ich mein Diplom als Energietechniker an der Tasche hatte, habe ich mich bei der CRL gemeldet. Seitdem schaffe ich an der Verteilung von der elektrischen Energie am Stromreso von sämtlichen elektrifizierten Zuglinien zu Lützebüsch. Also der Misch war vier Jahre auf der Bund und wie ich wüsste, so Martin geschwärt und gesehen haben, was für Möglichkeiten da gehen. Und ich gedacht, wir sich flott von Joch könnte schaffen. Und es war ein Annons in der Zeitung, wo sie nach Leute gesichtet haben als Fahrdienstleiter. Und dann habe ich mich gemeldet, ich habe mein Examen gemacht und ja, es hat geklappt. Und so sind ich auch bei der CRL seit 2009. Und ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Und ich sehe auch wirklich, dass er ganz viele Möglichkeiten hat. Es kann noch sein Lehrheim machen, es kann in verschiedene Karrieren anschauen, vom Ingenieur bis dem Mann um Terrain oder Bürosjob. Und das ist wirklich ganz agréabel, halt zu schaffen und auch zu kombinieren mit meinem Privatleben. Mein Arbeit erlaubt mir morgens um 7 Uhr anzufangen, sodass noch genug Zeit für die Familie und die Musik bleibt. Bei unserem Service muss man auch nur Schichten an der Strände machen. Eine Urgence oder ein Depannage auf der 590 km elektrifizierter Linie gehört auch dazu. Mit dem Ersatz geht zum Glück bei der CRL gut kompensiert. Was ich auch ganz flott fand, als wie dass man ja oft Konzerte haben und stand vielleicht eins da, ich muss von der Arbeit fortgehen, kann ich von meinem Chef wirklich direkt gesteibt. Die weiß, dass ich Musik mache, die weiß, dass ich das zweite Leben habe und ihn unterstützt da dann, wie gesagt, von der Arbeit gemacht hast. Und durch den Horär mobil, also man einfach möglich für ich vom Büro zu gehen und ich fand das genial. Es gibt verschiedene Lieder, auf Lützebäuerisch, die über die Eisenbahn handeln, wie den Scharl oder den Zhangli. Und so geht es auch von Döppelgeißer, das Lied den Ton von der Bahn, wo ein bisschen so die Klischee vom typischen Eisenbahner behandelt wird. Und für den Lied noch nicht kennt, lauscht ihr es nun. Wir hatten noch die Chance, auf die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von der CRL ein Konzert in Präsenz von vielen Eisenbahner beim Funikulär zu spielen. Wir haben das als große Unerkennung seitens unserer Direktion gesehen. Ich meine, wir können sagen, dass der Konzert an der Philharmonie den absoluten Highlight an unserer neuen Karriere von der CRL war. Wir konnten endlich unsere Fans, dem Lützebäuer Publikum, Freund, Familie, gebürtig und mit viel Tamtam merci sagen. Weil ohne sie wären wir nicht so weit kommen. Ja, das kann so ein Ziel sein von einem, aber das ist so eine Dankbarkeit und dass auch viele Leute, matte Leute, so ein Hommage und Leute, für sie auf der Bühne zu holen, für Martin da zusammen zu kreieren. Und das ist einfach so flott. Und das ist eine kulturelle Bereicherung, gebe ich so, für so einen Platz dürfen zu spielen.